Als erstes nimm dir ein bisschen Zeit. Als erste Empfehlung, wie mache ich eine richtige Reue und wie komme ich dazu? Als erstes, zieh dich allein zurück. Zieh dich allein zurück. Allein. Und überlege dir, rechne mit deiner Person ab. Du selber mit dir ab. Und überlege, was bringt das, dass du eine Sünde begehst? Was bringt mir, eine Sünde zu machen? Warum tue ich diese Sünde? Was ist Nutzen von einer Sünde? Stell dir diese Fragen. Was von Zeit verliere ich in dieser Sünde? Dann bei Abrechnen mit dir selbst, betrachte, wen du oder gegen wen du sündigst, nicht die Sünde an sich selbst. Du sündigst gegen Allah subhanahu wa ta'ala, der dich sieht und der dir alles gibt und der alles von dir weiß. Und du machst Erklärung oder Kriegserklärung gegen ihn mit dieser Sünde. Dann überleg dir, was ist gut und was ist schlecht? Und mach einen Vergleich. Mach einen Vergleich. Was nutzt jetzt? Jetzt hier zum Beispiel jemand trinkt Alkohol. Und jemand sagt, Astaghfirullah, ich trinke keinen Alkohol. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Mach dir selber Gedanken. Und dann dazu überleg dir, wenn der Todesengel zu dir kommt. Wenn der Todesengel zu dir kommt und du bist bei der Sünde, du machst die Sünde und dann kommt der Engel zu dir und der will deine Seele entnehmen. Wie schlimm das sein wird und du wirst am letzten Tag so wieder auferweckt in dieser Situation, in der die Seele entnommen worden ist. Dann mach vor deinen Augen das Grab, das Grab. Wenn du im Grab bist und keiner wird dir helfen, außer was du von guten Taten und guten Handlungen gemacht hast. Wie ist das im Grab, Subhanallah? Schau mal, du bist im Grab und Erde und alles. Keiner kann dir helfen, weder Vater, Mutter, Polizei, Staat, gar keiner. Du bist allein. Und wenn du die Antworten nicht kennst, dann wirst du in deinem Grab gepeinigt. Drittens, mach vor deinen Augen die Engel, die zu dir im Grab kommen und die stellen dir die Fragen. Was wirst du sagen, wenn Allah dir keine Festigung gibt, Standhaftigkeit, dann wirst du das nicht schaffen zu antworten. Auch wenn du jetzt die Antwort kennst. Dann tu vor deinen Augen, bevor du eine Sünde machst oder wenn du mit dir abrechnest, wenn du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst am letzten Tag und Allah sagt dir, mein Diener, ich habe dir so viele Gaben gegeben. Warum hast du diese Gaben mit Schlechtem begegnet, indem du Sünden gemacht hast? Dann, wenn du auf As-Sirat kommen wirst, über Jahannam, es gibt über Jahannam Sirat und du musst auf diesen Sirat laufen, du musst das überqueren. Wenn du kein Licht hast, weil du Sünden begangen hast, woher wirst du Licht bekommen? Und wenn du auf Sirat bist, wenn man auf Sirat kommt, dann gibt es Haken, die kommen von rechts und links. Und wenn du nicht Gutes getan hast, dann kommt ein Haken. Der nimmt dich mit und du fällst in die Hölle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Dann tu vor den Augen, wenn man ins Feuer geworfen wird am letzten Tag. Wal-iyadu billah. Wenn du vor der Hölle stehst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, siehe nur, wenn sie vor der Hölle stehen und die sehen die Hölle. Und dann werden sie schreien, wir wollen nicht. Aber das hat man verloren. Deshalb
sollte man sich überlegen. Nicht, dass man viele Sünden macht und sagt, ja, bestimmt mache ich später Reue. Nein, nein. Deshalb, wenn du eine Sünde begangen hast, Schlechtes gemacht hast, schlaf nicht, bevor du Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung, Vergebung bittest. Schlaf nicht, bevor du das versuchst, dies wieder gut zu machen. Der Shaitan versucht zu einflüstern, dass du weitermachst und weitermachst. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ruft dich zum Guten. Deshalb folge nicht dem Shaitan, wenn der Shaitan dich davon verhindert oder davon hindert, dass du die Sünde begehst, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Du musst dabei wissen, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich dazu aufgerufen, dass du Reue zeigst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Das wird kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala oder zeigt alle Reue, die ihr den Glauben verinnerlicht habt. La'allakum tuflihun, damit ihr erfolgreich werdet. Und du sollst wissen, Allah subhanahu wa ta'ala freut sich, wenn du Reue zeigst. Allah subhanahu wa ta'ala freut sich. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah freut sich für seinen Diener, dass der Diener Reue zeigt, wie die Person, die in der Wüste war und er hat sein Proviant und sein Pferd und alles gehabt oder sein Reittier und der wollte Pause unter einem Baum nehmen. Und sein Pferd ist weg, alles ist weg. Und dann bleibt er und sagt, ich werde bestimmt sterben. Und danach kommt sein Pferd zurück. Vor Freude sagt er, oh Allah, du bist mein Diener, ich bin dein Herr. Allah freut sich mehr, dass sein Diener Reue zeigt. Wenn man eine richtige Reue zeigen will, da braucht man Wissen. Da braucht man Wissen. Und dieses Wissen mit der Reue verbunden. Erstens, Reue ist eine Gehorsamkeit. Reue ist Gehorsamkeit und Gottesdienst. Reue ist ein Grund, dass du Erfolg hast und Segen im Leben bekommst. Reue ist ein Grund, dass Allah dich liebt. Allah sagt, Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahirin. Allah liebt diejenigen, die Reue zeigen, und Allah liebt diejenigen, die sich reinigen. Allah freut sich, wenn du Reue zeigst. Und Reue ist ein Grund, dass du ins Paradies kommst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, illa man taba wa amana wa amila salihah. Fa'ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a. Diejenigen, die Reue zeigen, richtigen Iman verinnerlichen, rechtschaffen handeln, die werden ins Paradies kommen. Du musst gegen deine Psyche Du musst dich gegen deine Psyche bemühen und gib nicht deine Psyche alles, was sie will. Wenn du deine Psyche alles gibst, was sie will, dann wirst du immer Sünden begehen. Aber wenn du deine Psyche das sperrst, was sie immer das haben will, dann wirst du deine Psyche besiegen können und du wirst das Gute machen. Du musst immer denken, diese Dunya hat keinen Wert. Wenn diese Dunya Wert hätte, dann hätte Allah subhanahu wa ta'ala diese Dunya keinem Kafir gegeben und kein Schluck Wasser gegeben. Aber weil diese Dunya nichts bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala das dem Kafir gegeben. Und wenn du etwas für Allah subhanahu wa ta'ala unterlässt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir was Besseres geben. Immer musst du diesen Iman haben. Wenn ich etwas für Allah subhanahu wa ta'ala unterlasse, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mir was Besseres geben. Dazu, wenn du den Koran liest,
dann wirst du das spüren, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat diesbezüglich über Dunya. Du musst alle Wege, und das ist sehr wichtig, du musst alle Wege und alle Schritte, alle Mittel, die zu einer Sünde führen, sperren. Die Wege zu einer Sünde immer sperren. Alle Mittel, Gründe, Wege sperren. Was sind diese? Eine schlechte Umgebung. Freunde, sogenannten Freunde. Sitzungen, die zu Sünden führen. Gedanken, die zu Sünden führen. Und meistens, wenn du allein bist, dann kommen diese Gedanken viel. Deshalb, wenn du denkst, dass du eine Sünde begehen wirst, weil du allein bist, dann vielleicht rufst du einen Bruder an, gehst du in die Moschee, betest du, machst du Wudu, erwähnst du Allah subhanahu wa ta'ala, damit du die Sünde nicht begehst. Erwähne und zähle die Gaben Allah subhanahu wa ta'ala auf. Allah hat dir Gesundheit geschenkt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dir Vermögen gegeben, Allah hat dir Sicherheit geschenkt, Allah hat dir den Iman geschenkt. Vergleiche das mit anderen, die das nicht haben. Eigentlich, barakallahu fikum, wenn man diese großen Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, da sollte man Allah mehr anbeten und da musste man Allah fürchten und keine Sünden begehen. Aber Allah gibt dir alles und du begegnest das Gute mit Schlechtem, obwohl Allah dich sieht und hört und weiß, was du tust. Deshalb Dankbarkeit bezüglich der Gaben ist nicht Sünden zu begehen, sondern Sünden zu verlassen. Wenn du eine Sünde begehst, dann versuch so schnell wie möglich, Gutes danach zu tun und Allah um Verzeihung, Vergebung bitten. Einer der wichtigsten Themen, die dich von einer Sünde oder vor der Sünde schützen, ist, dass du an Tod denkst, an Al-Maut. Deshalb sagte der Prophet s.a.w. أكثروا من ذكر هادم اللذات. Das wird erwähnt, den Genusszerstörer viel. Und dazu Gräber besuchen. Der Prophet ﷺ sagte, besucht Gräber. Dieser Besuch erinnert euch an Al-Akhira. Mach viel Bittgebet. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala um Standhaftigkeit. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah dir die Möglichkeit immer gibt, Reue zu zeigen. Denke gut von Allah subhanahu wa ta'ala. Denke gut von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wisse, egal was du gemacht hast, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt und Allah akzeptiert die Reue. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقَنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Das bedeutet, egal was du von Sünden begangen hast, gib nicht auf, denk nicht, dass Allah deine Reue nicht annimmt, sondern mach das mit diesen Bedingungen, was wir gesagt haben.